Er kämpfte 5 Tage und dann war er für 5 Jahre gefangen. Aber er ist dreimal entkommen, das weiß ich. Und er hat viel Zeit verbracht, seine Fluchtversuche zu planen. Steve Foster aus England. Er ist seit 2011 auf den Spuren seines Vaters, Sergeant Frederick Foster, unterwegs, der das Ende des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager Stalag 383 in Hohenfels erlebt hat. Steve Foster hat das Tagebuch seines Vaters gelesen, das er während des Krieges geführt hatte, und sich dann auf seine Spuren begeben. Er machte sich zusammen mit einem Freund auf den Weg nach Lindau. Und sie haben es auch fast in die Schweiz geschafft, wo sie frei gewesen wären. Doch sie sind im letzten Moment geschnappt worden. Und dann wurde er hierher gebracht, weil er eben ein Flüchtling war. Mit dem Motorrad und seiner Frau im Gepäck hat Steve Foster die insgesamt mehr als 48.000 Kilometer lange Reise angetreten. Eine Reise, die ihn die Geschichte seines Vaters erfahren ließ. Ich denke, es ist ein Weg, meinen Vater besser kennenzulernen, auch wenn er vor 20 Jahren gestorben ist, weil er sehr wenig darüber gesprochen hat. Es ist ein Weg für mich herauszufinden, was er gemacht hat und wo er war. Ich finde es hart zu sehen, dass er hier vor 73 Jahren inhaftiert war. Aber es ist eine Reise durch sein Leben, die ich hier mache. Auf der Reise, die sich in insgesamt 3 Teile gegliedert hat, war Steve mit seiner Frau Christine beim letzten Teilabschnitt von Southampton in England über Frankreich in die Oberpfalz unterwegs. Eine außergewöhnliche Erfahrung und Einblicke in eine Geschichte, über die sein Vater Zeit seines Lebens einen Mantel des Schweigens gelegt hatte. Ich glaube, nach 5 Jahren wollte er einfach nach vorne schauen und ein normales Leben leben. Ich glaube, das hat ihm geholfen, das alles zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass er seine Kinder mit seiner Geschichte langweilen wollte. Er war ein freier Mann und er wollte sein Leben weiterleben. Auf seiner und der Reise seines Vaters hat Steve auch das Grab von Fredericks besten Freund gefunden, in Polen. Die Reise, die dem ehemaligen Soldaten der Royal Navy viel bedeutet hat, geht nun hier in Hohenfels, 68 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zu Ende. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.